Wenn ihr diese Moves erkennt, wisst ihr, dass ihr in der Fortnite-Hölle gelandet seid. Kein Game war im 2018 so erfolgreich wie Fortnite. Im Frühjahr erschienen als New Kid on the Block hat Fortnite Mitte 2018 den kompletten Gaming- und E-Sport-Sektor überrannt. Egal, ob auf dem Heimweg, im Bus, beim Znacht mit eurem Neffen, auf Facebook oder in der Bibliothek, Fortnite ist einfach überall. Rund 200 Millionen Spieler kumpeln regelmäßig aus dem Partybus. Ihr könnt euch also die monatlichen Einnahmen vom Fortnite-Shop vorstellen. Doch wie sieht es mit E-Sports aus? Auch da lässt sich Entwickler Epic nicht lumpen und haut regelmäßig grosse Turniere mit vor allem grossen Preisgeldern raus. Aktuelles Beispiel: Fortnite am Australian Open mit einem Preispool von 360.000 US-Dollar. Nehmt mich wunder, ob ihr euch nach dieser Sendung für oder gegen ein Turnier im Hallenstadion würdet aussprechen. Du bist ein Noob. Du bist ein Noob. Neid. Neid hat nichts mit Nacht zu tun. Fort. Neid. Fort. Fort. Fortnite. Keine Ahnung. 100 Gamer werden auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Ziel ist es, der letzte Überlebende zu sein. Jeder Gamer fängt fast ohne Ausrüstung an, die ist nämlich in jeder Runde zufällig auf der Karte verteilt. Das Spielfeld wird dabei irgendwie kleiner. Wer am Schluss übrig bleibt, gewinnt die Runde. Als Fortnite Ende Juli 2017 ist veröffentlicht wurde, hat das Spiel noch ganz anders ausgesehen. Wenn ich nur meine Enkelkinder gefragt hätte, die hätten mir schon verschiedene Worte an den Kopf gerührt. Dann war Fortnite ein Tower-Defense-Spiel, ist aber weder bei den Kritikern noch bei den Spielern sehr gut angekommen. Schon am 26. September 2017 haben die Entwickler von Epic Games einen weiteren Modus veröffentlicht, der in der kürzester Zeit eine unvorstellbare Popularität erreicht hat. Battle Royale. Stecken du rauf, rennen, der ist ja ganz alleine. Epic hat bei Fortnite bewusst auf eine Comic-Grafik gesetzt, die auf den ersten Blick für alle Altersklassen zugänglich ist. Ja, Farbe hat mir gefallen. Ja, muss ich sagen. Der Battle Royale-Modus hat sich schnell als unglaublicher Hit entpuppt. Im Gegensatz zum Originalspiel ist der gratis und hat so schnell eine Anhängerschaft gefunden. Im Juni 2018 hat Epic Games verkündet, dass über 100 Millionen Spieler aktiv Fortnite zocken. Obwohl das Spiel eigentlich erst ab 12 Uhr freigegeben ist, haben auch viele Primarschüler ihren Gefallen an der bunten Welt oder spassigen Schiesserei gefunden. Neben dem Gameplay sind vor allem die mittlerweile berühmten Fortnite-Tänze in den Köpfen der Kinder eingebrannt. Fun Fact: Mittlerweile gibt es eigene Bewegungsprogramme für Kinder, die auf diesen Fortnite-Tänzen basieren. Fortnite ist eine Geldmaschine. Nicht nur für die Entwickler. Der Fortnite-Streamer Ninja gehört mittlerweile zu den berühmtesten Persönlichkeiten im Internet. Das ist der Königssohn, der zum Schneewittli glaubt. Hm? Ja. Heute schätzt man, dass er mit dem Streamen monatlich eine halbe Million Dollar einnimmt. Obendrauf kommt dann noch das Geld, das er mit Partnerschaften wie zum Beispiel Red Bull verdient. Reich ist der Mr. Crandy mit Fortnite zwar noch nicht geworden, aber er gehört zu den talentiertesten Spielern in der Schweiz. Was er mit seinen Skills jetzt noch so vorhat, das gehen wir ihn mal fragen. Der Mr. Crandy ist ein junger Spieler, der zum Fortnite-Roster von My Insanity gehört. Nils, ich nehme an, deine Grosseltern haben keine Ahnung, was Fortnite ist. Wie würdest du ihnen den Hype um das Spiel erklären? Tatsächlich sind meine Grosseltern eigentlich auch am Spielen. Zwar nicht Fortnite, aber die spielen andere Spiele und darum ist es nicht so schwer gewesen. Aber wenn ich grundsätzlich so muss den Hype von dem Spiel erklären muss, es geht so ein bisschen darum, dass einfach verschiedene bekannte Streamer das angefangen haben zu streamen und dann haben sich die Zuschauer gedacht, ja mal, das kann ich auch mal ausprobieren. Es gibt dann auch nicht so die Grenzen von, aber ich kann doch nicht, ich habe eine andere Konsole, weil es ist auf jeder Konsole verfügbar. Dazu kommt nur, dass es nicht einfach ein normales, herkömmliches Battle Royale ist, weil man kann bauen und man muss nicht einfach irgendwo in einem Häuschen campen oder hinter einem Baum. Man kann einfach frei rumlaufen, seinen Spielstil so ausleben, wie man will. Und ich glaube, das macht es ein bisschen aus. Er steht da ganz offen umeinander und aimt mit einer Sniper auf mich. Hätte ich jetzt irgendeine stärkere Waffe, könnte ich ihn einfach direkt töten mit einem Schuss. Wie bist du denn auf Fortnite gestossen?
Also eigentlich bin ich am Anfang auch so ein bisschen eher der Typ gsi, wo gesagt hat, oh nein, Fortnite muss ich jetzt nicht spielen, ist doch das Free-to-Play Battle Royale da. Aber dann hat mein CSGO-Team dann ein bisschen angefangen gehabt und ich hat's echt ziemlich direkt gepackt. Dann habe ich jetzt direkt mit der Wand abgeblockt, er geht hinterher, ich kann ihm wieder Hits geben. Jetzt hat er schon relativ wenig HP. Blau ist immer, wenn er noch Schild hat und weiß ist, wenn er das nicht mehr hat. Um auch der Schweiz zu zeigen, was er kann, hat er gleich angefangen, seine Trainings zu streamen. Der nächste Schritt in seiner E-Sports-Karriere wäre, einer grossen Schweizer Organisation beizutreten, um die Unterstützung zu bekommen, die er braucht. Im August 2018 hat meine Insanity ein Ausschreiben gemacht, dass sie ein Fortnite-Talent suchen. Ich habe mich dann dort beworben mit so einem kleinen Video, auch so mit meinen Fähigkeiten. Von diesen 140 haben sie sich 6 ausgesucht. Und die 6 Bewerber haben dann ein Voting auf Digitec gehabt. Durch das bin ich dann reingekommen und dann hat meine Insanity gefunden, ja mal, das können wir probieren. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass er irgendwo so an einem komischen... Doch nicht. Doch, er hockt an einem komischen, aber nicht an dem, was ich vermutet habe. Jetzt müssen wir beide in die Zone laufen. Und er hat gerade den Nachteil, dadurch, dass er unten ist und ich ihm jetzt so ein paar Hits mitgeben kann. So. Was braucht es für Fähigkeiten, um in Fortnite besser zu sein als ein Casual-Spieler? In erster Linie ist das sicher der Wille. Man muss sich verbessern. Man muss besser sein als der normale Spieler. Und dann muss man so ein bisschen das Bauen trainieren, eben weil das Bauen ein sehr wichtiger Aspekt ist. Dazu kommt auch das Zielen. Das Zielen wird häufig unterschätzt in Fortnite, dadurch, dass im Casual auch das Bauen wirklich dominant ist. Aber sobald jeder gut bauen kann, kommt es dann doch wieder aufs Zielen drauf an. Für das gibt es so verschiedene Aim-Trainer. Das hilft einfach, um die Koordination mit der Hand so ein bisschen im Griff rüberzukommen. Wie sieht es bezüglich deiner Fortnite-Karriere aus? Also, ich glaube, das ganze Team wirklich sehr viel Potenzial hat. Wir sind auch aktiv eben am Trainieren. Jetzt kommt dann der World Cup. Und das Ziel wäre natürlich, sich dort zu qualifizieren. Das wird nicht ganz so einfach. Aber wir sind auf jeden Fall dran und werden das probieren. Die Fans von Fortnite sind längst auf den Pausenplatz angekommen. Marc Bodmer, du bist unabhängiger Game-Experte für die Kulturstiftung Pro Helvetia. Was ist dir an Fortnite sofort aufgefallen, als du es das erste Mal gesehen hast? Gerade die Kombination vom Bauen, wo ja in dem Sinne ein kreativer Prozess ist, kombiniert mit dem Geschick vom Schiessen, also das heisst, man tritt ja 99 gegen einen an, die Kombination ist etwas Ähnliches wie, sage ich jetzt mal, vielleicht bei einem Biathlon. Oder, da muss man auch super fit sein. Aber in dem Moment, wenn es dann eben darum geht, dass man schiessen muss, muss man das Impuls so runterfahren können, dass man ganz, ganz ruhig kann die Zielscheibe erreichen kann und dann wieder aufstehen und gerade wieder weitersäckeln. Also es ist eine sehr eigenartige Kombination von Fähigkeiten, die es eigentlich braucht. Man liest immer wieder vom Suchtpotenzial von Fortnite, dass es Kinder hat, die unkontrolliert Geld ausgegeben haben, eben Kreditkarte von den Eltern gebraucht haben, was auch immer. Was sind für dich aber die positiven Nebenwirkungen von so einem Computerspiel? Also ich gehe vielleicht zuerst noch schnell auf die Negativen zurück. Das Suchtpotenzial, das ist gegeben, aber das Suchtpotenzial interessanterweise kommt aus meiner Warte nicht so sehr vom Spiel selber, sondern vom sozialen Aspekt. Also eben vom Dabeisein. Und das ist etwas, was wir in uns Menschen haben. Wir sind keine Einzelgänger, wir sind soziale Wesen und wir wollen ein Teil sein von einer Gruppe. Und wenn natürlich jetzt die ganze Gruppe das macht, dann wollen wir auch mitreden können. Also das ist eigentlich etwas fast Paradoxes, weil das ist ja nichts Schlechtes. Aber, und das sieht man dann, wenn man dann je nachdem, in welcher Konstellation man sich befindet als Mensch, kann natürlich das einen Moment geben, wo das begünstigt, dass man sich dann halt wirklich nur noch sehr intensiv mit dem Game befasst. Das ist dann nicht eigentlich im Sinn vom Erfinder. Also das ist eigentlich nicht, wie man das Spiel spielt. Bei den positiven Aspekten ist es so, also ich meine, das weiss man. Es gibt Sachen wie Hand-Augen-Koordination, eine verbesserte Wahrnehmung, also ein Spieler von Action-Spielen nimmt die periphere Wahrnehmung wächst von dem. Das heisst, er nimmt Sachen, die am Rand von seinem Blickfeld sind, besser wahr. Das Hirn also wird in dem Sinn konzentrationsfähiger und so weiter und so fort. Das sind positive Aspekte. Das Problem ist, natürlich bringe ich das über in den Alltag.
Also wenn ich sehe, die Schüler so lange an irgendeinem Mathe-Problem herumkärnteln, wie wenn sie 40 Mal den gleichen Gumpf machen in einem Spiel, das ist sehr schwierig. Es geht, wenn man es richtig begleitet. Also ich denke mir, es ist wie allem, es hat seine Vor- und es hat seine Nachteile. Und das Wichtige ist eigentlich, dass der Tag ausgewogen ist. Also dass man nicht nur noch Fortnite spielt oder auch nicht nur noch Golf spielt oder Fußball. Also von dort her so ein bisschen Balance findet. Ich denke, wenn man es kann, dann ist es natürlich besser, wenn man sich nur auf ein Game konzentriert, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Ich denke, jede Person hat früher oder später keine Lust mehr, immer das gleiche Game zu spielen. Ich persönlich spiele auch sehr gerne CSGO. Das heisst, wenn ich ein paar schlechte League-Games hatte, kann ich auch zu CSGO wechseln, dort ein paar Games machen, damit ich dann wieder zurück zur League kann und mit Freude weiterspielen. Jetzt geht's um Durst. Wir spielen das 1 gegen 1 Fortnite im Creative Mode. Zwei Rampen, eine Wand dazwischen und zwei Leute, die dann gegeneinander werden bauen und schiessen. Und zwar sind das ich und der Erich. I am flossing. I am flossing. Kennt ihr schon aus dem Fortnite, wie ihr gesehen? Die wichtigen Fortnite. Also gut. Also. Wie geht's nochmal? Du machst auf. Zwei Rampen und dann ab zwei Rampen darfst du machen, was okay, du möchtest. Okay, da machst du auf oder bleib da zu? Genau, schau, so geht es dann. Tag. Okay. Und dann darfst du rennen. Sobald es aufgeht, darfst du rennen. Okay, gut, genau, gewonnen. Das darfst du dann auch machen. Bra! 3, 2, 1, bauen. Falsche Rampe. Du musst dich nicht umdrehen. Hä? Jetzt also, gut, jetzt hast du es. Zwei Rampen. Also 3, 2, los. Eine, zwei. Er setzt verwirrt ein bisschen Rampen, schaut ab und zu beneidenswert. Also, Sag mir, wie knapp ist er gewesen. Woo! Er hat mich so getroffen. Okay. Noch 40 Level, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Schau, musst du nicht dort hinten bauen. Und dann nicht oben. Hallo, Erik. Nein! Deine Erniedrigung wird tiefer als deine Augenringe. Okay. 3, 2, 1, let's go! Eine Rampe, zwei Rampe und dann darf man anfangen bauen. Komm, kämpf wie Mann! Bauen, einfach bauen! Ich glaube, der Erich ist jetzt gefroren, so, wenn er da rauskommt. Hallo! Ah, nein, ich bin's nicht rein! Keine Chance hat er, wirklich keine Chance hat er. Oh, Erich. Nein! Oh, sorry, gell. So, in die Kiste. 3, 2, 1, los! Wir bauen hier drauf. Jetzt gehen wir den Erich suchen. Dann ihn in eine Falle einsperren, weil das sehr erniedrigend ist. Und Erich hat gesagt, er will mich erniedrigen. Ja, jetzt könnte es fehlen. Oh. Bim, salabim! Seht ihr jetzt jedes Mal, eigentlich hat mich der Erich, aber ich schaffe es dank dem Bauen irgendwie flüchten und doch keinen Schaden nehmen. Oh, das war jetzt nicht schlau angestellt gewesen. Das ist, wenn man probiert, blöde Sachen zu machen. Wo ist der Erich? Der ist da unten. 72 Headshots. Der hat nicht mehr so viel Leben. Jetzt würde man normalerweise ein bisschen pushen. Das heißt, ein bisschen aggressiv spielen, weil er nicht mehr so viel Leben hat. Oh. Jetzt knallt er uns ab. Dann schauen wir, wo er ist. Da unten. Okay. Dann müssen wir wieder ein bisschen lasern. 36, nochmal getroffen. Dann mal pumpen. Ah! Darum ist High Ground gut. Nötiger! Okay, jetzt war ich mal. Wow. So, jetzt benutzen wir den coolen Enterhaken, den wir da haben. Ah, traurige. Ha, wer hat das Movement? Nur der. Schau, wie ich baue. Brutal. Schau jetzt, was ich mache. Nein, ich muss da hacken. Ja, das wäre Fortnite gewesen. Der Unterschied liegt beim Bauen, wie man das sieht. Das ist so der Faktor am Spiel, was es ausmacht. Der Erich hat mich aber zweimal getötet. Danke vielmals für die Games. Hab ich flossen. Hab ich flossen. So 100% eSports ready ist Fortnite noch nicht. Da darf man sich im 2019 noch etwas von Epic Games erhoffen und auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Ingame-Käufen gelehrt sein. Fortnite ist gekommen, um im 2019 weiterhin zu dominieren. Oder so sieht es auf jeden Fall aus. Das weiss man im eSport ja nie so richtig. Ist es vorbei? Sind wir endlich durch mit dem traurigen Spiel? Und was haben wir nächste Woche? Rocket League. Kann mich bitte jemand ausschalten? Ah, danke.